Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands, wo er hier immer noch am Fliegen ist, unser werter General Knox. Er wollte halt nicht mehr leben. Sollen wir den Code einmal eingeben? Und Munition finden? Ist das hier irgendwo? Laufe ich hier richtig? Das sieht da noch aus. Schließen wir jetzt das Kapitel ab. Ich habe keine Ahnung, wie der Code lautet. Du hast den Code zum Waffenlager. Der Code lautet Blau, Gelb, Türkis, Orange. Okay, gut. Zum Glück konnte man nachlesen. Also, Blau. Gelb, Türkis, Orange. Also Türkis. Nee. Blau, Gelb. Jetzt. Danke. Jetzt, wo Knox auf dem Weg ist, brauche ich mein Signal nicht mehr zu tarnen. Finde den Kontrollraum, von dem aus man die Lagerhalle überblickt. Dort befindet sich das Computer-Interface für den Zünder. Athena, Ende. Alter. Wo du den Zünder platzierst, musst du die Munition freilegen, um sicherzustellen, dass sie vernichtet wird. Die Steuerung dafür ist ganz in der Nähe. Athena, Ende. Na gut. Sobald du den Zünder platziert hast, startet der Countdown. Ich schlage vor, du schnappst dir so viele Waffen wie möglich, bevor er abgelaufen ist. Betrachte es als Lohn für deine Hilfe. Athena, Ende. Okay. Geschafft. Ihre Vorräte sind zerstört oder befinden sich in deinem Rucksack. Du wirst nun Atlas hoffentlich in Ruhe und Pandora auch Beute machen. Countdown läuft, Beute stehlen, kaboom. Okay. Beute machen! Irgendeine Alien-Waffe. Nachschub ist immer gut. Oh, ich möchte am besten liebsten alles looten. Ich laufe jetzt hier einmal nur kurz durch und... Okay, hier gibt's Waffen. Sterb bestimmt gleich. Wir nehmen nur lilanes Zeug mit jetzt. Minus zwei Minuten. Okay, was haben wir hier? Was Lilanes? Was Lilanes? Was Lilanes? Noch eine Alien-Waffe, nehmen wir auch mit. Noch eine Alien-Waffe. Und noch eine Alien-Waffe. Was Lilanes. Noch was Lilanes. Alter, so viel kann man gar nicht looten hier.
Müll. Eine Minute, dann bist du eine rote Schleimspur im Sand. Beeil dich! Ich weiß doch gar nicht, wo man hier raus muss. Das ist verrückt. Das werde ich nicht schaffen. Ich werde, glaube ich, bei dem Versuch sterben. 30 Sekunden noch. Du hast nur noch 30 Sekunden. Athena, Ende. Okay, ich laufe jetzt hier einfach vorne raus. Okay. Da ich nicht weiß, ob die Musik jetzt hier im Hintergrund Copyright geschützt ist, wie bei den anderen, ich lasse es einfach mal laufen und quatsche einfach mal nicht. Damit ich sie nachher vielleicht notfalls besser rausschneiden kann und. Das wenigstens so laufen lassen kann. Okay. Ja, dann können wir jetzt nochmal den Rest abgeben gehen. Road's End. Ist das alles bei T-Bone? Fleckenentferner. Na, ich glaube mal nicht. Oh. Hallo in knallhart Infanterie hier. Ich wollte sowieso mal gucken, was ich jetzt eigentlich alles eingesammelt habe. Ich habe ja so schnell wie möglich alles Mögliche einsammeln wollten. Peng, peng.
Okay. Sander, zwar schlägt der Blitz nie zweimal an derselben Stelle ein, aber er kann überall einschlagen. Okay. Mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, die sehen alle so komisch aus. Die Tage dieses Ding sind gezählt. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Sniper. Schrot. Ein Revolver. Mit zwei Schuss. Nox Gold. Bling. Halbes Waffenlager haben wir mit. Na, probieren wir mal dieses kleine Ding hier aus. Okay. Den habe ich jetzt nicht ganz. Musstest du jetzt explodieren? Really? Oh, shit. Okay. Da haben wir uns einen ganz schönen Weg gespart. Nice. Gut, gehen wir hier wieder zurück. Hier liegt noch was. Schockern. Ach, die schießt wie eine Schrot. Deswegen kommt auch immer dieses Gewitterding. Also so genial ist das jetzt nicht. Dann gehen wir mal in den Lancer hier. Denn wir müssen mal kurz zum Moxie, denke ich mal. Auch wegen ihrer Graffiti. So. Und im Lancer sind wir halt relativ fix unterwegs. Wirklich, wir können die meisten Schüsse ignorieren. So. Dann probieren wir das Ding hier noch mal aus. Okay, so. Ein Outlaw. Ja, wow. Das ist die Überschrotflinte. So. Schummeln wir uns hier durch. Oh, daneben. Dagegen ist die Schrotflinte irgendwie so Popelkacke. So. Wir haben ja noch ein paar mehr Alien-Waffen. Wir ballern jetzt mal am Ende noch mit Alien-Waffen ohne Ende rum. So, was haben wir hier noch? Wir haben ja noch zwei komisch aussehende Dinger. Wir sind jetzt der Alien-Waffenmeister hier. Gut.
Oh. Das ist ein... Okay. Was damit? Die glitzert auch so komisch. Oh weia. So, Moxie. Ha, diese Weicheiern, doch, ich hab's diesen Weicheiern doch gesagt. Es klappt. Danke für die Bestätigung. Und Fleckenentferner. Danke, Süßer, du bist wirklich ein Schatz. Okay. Dann wieder raus. Denn jetzt müssen wir dann zurück nach T-Bone Junkie. Junkie oder wie auch immer. So. Voll das MG. Keine Moon mehr. So, dann holen wir uns auch den Racer. So. Ich hab die Karre. Zack. Weil damit können wir viel schneller durchflitzen. Uga. Lass mich mal kurz. So. Und jetzt hier durchflitzen. Müssen noch ein bisschen was abgeben. So. Kein Sprint mehr hier. Stimmt, wir müssen ja noch durch ein ganzes Gebiet durch. Ui. Oh, 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 oh. Aua. Oh, oh. Lass mich, lass mich. Kein Sprint, kein Sprint. Stopp, 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 stopp. Der Typ hängt mir im Nacken. Und tschüss. So. Hallo, Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue Missionen verfügbar. Was? Jetzt, wo ich schon den Endboss besiegt hab? Mach die fertig! Nee, nee. Ihr müsst mich nicht fertig machen. Flitz hier nur mal kurz durch. So. Gleich geschafft. Ups. Die Erlösung steht bevor. Bitte warten. Nö, danke. Keine Lust heute. Schade, dass man die Geschwindigkeit nicht beim Kartenüberspringen einfach mitnimmt. Und einmal hier im Kreis, dann holen wir uns nochmal die eine Quest bezüglich geben die anderen Questen ab. Ah ne, verwanzt. Verwanze, okay. Hm. Und nein, Kleppi, ich bin nicht tot. Lass
Das stellt den Dienst am Kunden einfach über alles. Allerdings, Geld gibt es nicht zurück. So, Beute machen. Artanes Weisheit Krieg ist die letzte Option. Okay. Klingt, als hätte er Probleme mit dem Zentralkommando. Bestens, das verschafft uns einen Vorteil. Hallo, Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue Missionen verfügbar. Okay. Hallo, hier Markus. Ich habe was Passendes für dich. Komm zu mir nach T-Bone Junction. Okay, ausgezeichnet, wirklich gute Arbeit. Ich hätte wohl vorher die ganzen Nebenquests machen sollen. Gut. Wo soll ich denn das abgeben? Unmöglich. Du wirst sterben. Level 61. Über diese Gegend gibt es eine uralte Legende. Sie handelt davon einer riesigen Bestie, der seinerzeit das Meer durchstreifte. Damals gab es hier noch Wasser. Die Geschichte wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Bestie hatte auch einen Namen. Sie hieß Chromerex. Und es heißt, sie sei... ich kann hier irgendwie nicht runterscrollen. Okay. Trifft Zach, den Direktor von Kreispflicht. Okay. Geht's hier nur weiter? Du wirst sterben. Das ist irgendwie schon nice. Zumal ich habe ein ordentliches Repertoire jetzt. Fehlen noch 5 davon. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo T-Bone. Nee, wo Jacobs ist. Der müsste doch hier vorne drin sein, oder? Jacobs. Hier oben drauf? Nee. Wo war denn hier in der Stadt Jacobs? Da gibt's Reifen? Nee. Ja gut, dann haben wir ja doch noch einiges zu tun. Würde ich sagen, mache ich hier erstmal ein Folgenende. Und dann suchen wir uns mal den Jacobs. Also, bis denn.